Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 19 Trainerkarriere. Freude auf das Spiel gegen Gent, ja, und heute ohne Facecam, Leute. Denn es ist ein bisschen später abends und ich bin schon geduscht und im Schlafanzug und dachte mir, hey, ich nehme noch eine Folge auf. Und da habe ich gedacht, okay, dafür tue ich jetzt keine Facecam anschmeißen, das wäre ein bisschen dumm. Ja, auf jeden Fall wollte ich in dieser Folge, da die letzte Folge rechts um am i wieder absolut lange gedauert hat, weil ich wieder geredet habe und geredet habe und geredet habe, also irgendwie 25 Minuten oder so. Diese Folge möchte ich nur kurz sagen, dass ihr rechts um am i auch hier das Amazon-Video angucken könnt. Da erfahrt ihr, wie ihr Amazon Prime Video, Music und Audible kostenlos bekommt. Heißt, kostenloser Prime-Versand bei Amazon, kostenlos Filme, Serien runterladen und live schauen, ebenso wie Musik und Audible, das unbedingt angucken. Dann natürlich die letzte Folge, falls ihr sie nicht gesehen habt, unglaublich spannendes Spiel gegen Freiburg, vor allem im Pokal, also gegen Gladbach 2-2 und im Pokal gerade so weitergekommen gegen Freiburg in der Verlängerung. Das war so spannend, unbedingt angucken. In der heutigen Folge spielen wir gegen Gent und gegen Leverkusen, ist Euroleague und natürlich Bundesliga. Ich bin gespannt. Wir starten direkt rein. Boateng hauen wir raus, weil der schlecht bewertet ist, also so eine schlechte Form hat. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, einfach rein starten. Let's go. So, ich weiß auch gar nicht, wo wir in der Euroleague stehen. Vielleicht wird die Tabelle mal kurz eingeblendet. Keine Ahnung, auf welchem Tabellenplatz wir stehen, aber ich drücke einfach weg. Das dauert mir zu lang. Keine Ahnung, ob wir schon weiter sind oder nicht. Auf jeden Fall 3 Punkte holen. Ich glaube, wir sind noch nicht weiter. Wir haben ja nur einen Unentschieden schon mal hier geholt. Irgendwie einen Sieg und so, keine Ahnung. Also ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wir sind nicht weiter. Also gegen Gent gewinnen. Gegen Gent haben wir noch nicht gespielt. Also ich glaube, wir haben nur 2 Spiele gemacht. Einen Sieg, einen Unentschieden. I don't know. Ja, let's go. Oh. Ey, Goretzka, na, der haut manchmal so Schüsse raus. Das ist krass. Gelbe Karte für Süle. Das ist das Einzige, was hier in der ersten Halbzeit passiert. Das ist schon, glaube ich, die 45. Minute. Ja, da habe ich ein bisschen zu spät hier die Grätsche angesetzt. Ein bisschen blöd getimed. Naja, passiert. Halbzeit. 0-0. Da geht nichts. Nichts geht da, ohne Spaß. Wir hatten so viel Ballbesitz am Anfang. Ich glaube, irgendwie so 68% oder so. Und dann kam Gent ein bisschen, aber auch da ging nichts, außer eben die gelbe Karte. Also das ist ganz schwach, das Spiel. Und da ist der Ball endlich mal drin. 1-0, Lewandowski. Hi, das hat lang gedauert. Eine ganze torlose erste Halbzeit. Und dann kommt ein schöner Ball von Robben auf Lewandowski und ein schöner Schuss, der mit ein bisschen Glück vom Pfosten reinspringt. Ja, war gut gespielt, muss man sagen, und auch dann direkt abgezogen, passt. Kann man nicht meckern, einmal weitermachen. Ja, genau. Genau das habe ich gewollt. Ich kann gar alles zerschlagen ohne Spaß. Neuer, ey, wie kann man so hässlich sein? Was für ein Stück Kacke, ey. Ich wusste nicht, was ich hier machen soll und dachte, komm, Torwart ist die sicherste Variante. Und keine Ahnung, was der gemacht hat. Warum hat er den Ball nicht angenommen? Warum hat er nicht angenommen? Klar, ich wollte ihn runterspielen auf Rafinha. Aber warum lässt er den einfach vorbeilaufen? Verstehe ich nicht. Das ist das hässlichste Tor, das ich hier kassiert habe, ohne Spaß. Hässlichstes Tor ever. Das gibt's nicht. Robben trifft den Pfosten. Alter, wenn ich jetzt Facecam an hätte, ne, man hätte meinen Blick so schockiert gesehen. Jawohl, Lewandowski. 1 gegen 1 gegen den Torwart. Und er macht das 2 zu 1. Zweites Tor von ihm.
hier in diesem Spiel und auch schon ganz, ganz viele. Ziemlich sicher ganz, ganz viele. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ziemlich sicher. Hier in der Europa League. Junge! Ohne Spaß, ey. Das war eh so. Also ganz ehrlich, aus dieser Situation hätte ich nicht mehr viel machen können. Das war eh schon halb verloren. Aber dass er da auch nochmal reingeht, das ist ein bisschen mies. Bisschen mies von ihm. Naja, vielleicht könnte es ein Freistoß werden, guter. Wir probieren es. Tolisso, what the fuck? Nee, ganz sicher nicht. Wir nehmen James Rodriguez. Na, das ist krass jetzt. Jetzt wird's kriminell, Leute. Jetzt wird's kriminell. James Rodriguez! Knapp übers Tor. Es ist unglaublich. Es ist nicht zu verteidigen. Ich weiß genau, was passiert, aber ich kann es nicht verteidigen. 2:2. Wenn ich es nicht verteidigen kann, heißt es entweder, ich kann nicht verteidigen allgemein oder die spielen es einfach gut aus. Eins von beiden. Wahrscheinlich beides ein bisschen. Ja. Also genau das ist das, was mich nervt. Genau das ist es einfach. Was kann ich jetzt dafür? Ja. Ach, come on, Alter. Zum Glück keine Rot. Hätte es eigentlich geben können, müssen, keine Ahnung. Oscholek setzt sich fürs Team ein. Holt sich die gelbe Karte ab in seinem ersten Spiel der Europa League. Aber das wäre sonst wahrscheinlich ein Tor gewesen. Also das war ja, er war wieder komplett frei. Skurril, echt. Skurril. Das war's. Entweder machen die jetzt noch ein Tor oder es bleibt beim 2:2. Das ist beide scheiße. Ja, okay, die machen noch eins. Ohne Spaß. Das ist unglaublich. Was eine hässliche erste Hälfte. 0-0. In der zweiten Hälfte gehen wir in Führung. Der direkte Gegenschlag durch einen absoluten Fehler von Neuer, wo ich auch nicht mal was für konnte. Also ich wollte den Pass nach unten weiterspielen. Er lässt den Ball an sich vorbeirollen, dass der gegnerische Spieler den einfach einkicken kann. Ja. Dann gehen wir wieder in Führung. Wieder durch Lewandowski. Okay, es sieht sogar aus, als würden wir hier die Gruppenphase gar nicht mehr bestehen. Drei Spiele gespielt, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. 4 Punkte. Platz 3. Ist ja geil. Ja, auf jeden Fall waren das hässliche Tore, war das ein Kackspiel und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So Leute, dann geht's ins Spiel gegen Leverkusen. Und vielleicht gibt es ja in der nächsten Folge schon ein paar Neuigkeiten, mal gucken. Die Spieler sind auf jeden Fall alle gehypt, ich bin gespannt. Dieses Mal, es muss einfach besser werden. Keine Ahnung, warum die gehypt jetzt sind, aber es ist auf jeden Fall notwendig, dass wir hier jetzt ein Zeichen setzen, weil das kann nicht sein. Es regnet. Es regnet in Leverkusen. Bin gespannt, was das jetzt wird. Den PES hat Regen ja ultra den Einfluss aufs Spiel. Das wird crazy. Ja. Und das wird das 1:0 für Leverkusen. Genau. Ey Leute, ohne Spaß. Ich dachte, das wird eine richtig coole Folge, weil ich nicht so viel laber, sondern einfach Gas gebe und ein cooles Spiel hinlege. Oder zwei coole Spiele. Was passiert? Wir verlieren 3:2 gegen Gent. Sind in der Europa League Platz 3 richtig am Wackeln und dann kassieren wir ungefähr nach 20 Sekunden ein Tor gegen Leverkusen. 1:0, ich hab Spaß. Jawohl, endlich, ey. Wir sind die deutlich dominantere Mannschaft nach dem 1:0 und endlich ein bisschen mehr Platz. Bisher eigentlich nur wir vorne und die alle hinten. Ein bisschen mehr Platz und Robben mit dem 1:1.
Lange hat's gedauert, keine schnelle Antwort, aber wenigstens kam die Antwort. Ja, Müller, yes! Da kann man sich doch endlich mal freuen. Die Gegner machen auch einen Fehler. Die Gegner machen auch einen Fehler. Ist das denn wahr? Spiel gedreht. Das war ein Doppelschlag. Bisher, wie gesagt, zwar dominant, aber nicht so viel. Torgefahr, ja. Aber hier die Gegner auch mit einem Fehler. Und Müller mit dem Tor. Boah. Gute Chance. Dass Neuer mal gehalten hat, ist der Wahnsinn. Und jetzt gibt's den Pfiff zur Halbzeit. Zweite Minute war's. Volland mit dem 1:0. 37. und 40. kamen wir dann zurück. Wir führen. Und das würde ich sagen, verdient. Ja. Gegen Leverkusen gewonnen. 2:1 ohne einen Fehlpass in der Abwehr zu spielen. Ist schon okay. Ja. Geht besser, kann man schon. Ja, es ist halt 2:1. Geht besser, aber ist in Ordnung. Ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Schaut bei der nächsten Folge vorbei. Ich hoffe, da gibt es dann gute Neuigkeiten und ich hoffe, da geht es dann auch gut weiter. Und auch mit Facecam dann wieder. Wisst ihr Bescheid? Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.